alle für einen. Ja. Und dass das Licht mehr wird. Schwester Katharina vom Orden der Dominikanerinnen. Ich war sehr lange Professor an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule. Jetzt bin ich natürlich aufgrund meines hohen Alters in Pension, aber sehr stark in der Erwachsenenbildung tätig. Und mir sind die verfolgten Christen ein großes Anliegen. 80% aller Verfolgten sind Christen. Alle 3 Minuten wird ein Christ getötet weltweit. Wir hatten noch nie eine so große Christenverfolgung. Und ich denke, darauf sollten wir auch immer wieder aufmerksam machen und wo wir können, helfen. Dass wir zusammen beten, dass auch nicht einmal die Menschen hier verfolgt werden. Dankeschön. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Halbkreis bilden. Komm mit dem Kreuz. Ja, ich gehe heute mit, weil ich für die verfolgten Geschwister immer bete, weil ich mich immer informiere und weil es höchste Zeit wird, dass wir sie mit ihnen identifizieren und ja, unser Mitleiden bekunden. Weil es ist weltweit, was in muslimischen Ländern vor allem passiert, dass unsere Geschwister schlimmstens gefoltert werden und Schlimmes durchmachen, da können wir nicht einfach schweigen. Ja, das ist mein Grund, dass ich von Linz gekommen bin. Ich bin aus einer katholischen Mittelschülerverbindung und ich finde es äußerst wichtig, heute mitzugehen, um ein Zeichen gegen Christenverfolgung zu setzen. Denn es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert immer noch Christen verfolgt werden. Gegenüber den Verfolgern. Ja. Aber wie soll man es sonst nennen, was gerade läuft? Uns ist wichtig, ein Licht auf die aktuelle Situation von Christenverfolgungen zu legen. Und für die Würde und die religiöse Freiheit und die Würde des Menschen einzutreten. In Syrien und in Irak, in Syrien und anderen nahenostlichen Ländern wurden viele Christen verfolgt und ermordet. Auch in Syrien haben wir eine armenische Gemeinde. Also der Glaube an Jesus Christus ist der Glaube. Die Gemeinde wurde wegen dieses Kriegs und Verfolgungen ungefähr zweimal verkürzt, leider. Und deshalb bereuen wir Christen es zutiefst, dass es in den 2000 Jahren unserer Geschichte böse Handlungen gab.